Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei Pflanzen vs. Zombies und wir gehen ins Level 1 Nummer 8. Und wir spielen heute mit keiner besonderen Challenge, sondern wir spielen einfach mit der Challenge. Ich muss jede Blume benutzen, die ich hier zur Verfügung gestellt bekomme. Bedeutet, wir müssen Kaktus bauen, das ist dringend notwendig. Wir müssen Marigold bauen, das ist dringend notwendig. Und wir spielen wieder mit Repeatern. Das bedeutet, ich gehe einfach voll YOLO auf mega die krasse Gatling-Kanone. Genau. Ja, wir spielen heute mal nur, also einmal Kaktus und sonst nur Gatling-Kanone, okay? Aber diesmal probieren wir es richtig tryhard-mäßig. Ich bin gespannt, wie viele Wellen wir bekommen. Müssen wir mal gucken. Und ich hoffe, der erste Zombie kommt auf eine andere Lane, damit wir einfach den Rasenmäher wieder sich triggern lassen können. Ja, ihr versteht das Prinzip der ganzen Sache. Damit ich möglichst viel Zeit raushauen kann, um meine Sonnenproduktion einfach zu maximieren. Denn das Problem ist, ich hätte gerade nicht wirklich eine gute Alternative. Okay, perfekt. Perfekto! Ja, von der Marigold werden wir nur eine bauen. Einfach weil, ich, ne, abgesehen, also ich weiß, wir haben hier die Challenge. Ja, vielleicht bauen wir auch ein paar mehr. Mal gucken, mal gucken. Ich meine, Challenge ist halt hier, bau von jeder Pflanze, die du vorgegeben bekommst. Aber, ja, ich meine, die farmt halt nur ein bisschen Geld, ne. Das ist halt jetzt nicht so, dass es irgendwie einen krassen Impact aufs Spiel hat. Das ist den einzigen Impact, die... der von dieser Pflanze ausgeht, ist der Impact, dass wir ein bisschen weniger Sonne haben oder ein bisschen weniger Platz auf dem Feld, aber das wird kein großes Problem. Gar kein Problem. Das wird gar kein Problem. Die erste Gatling-Kanone ist am Feuern und macht auf jeden Fall schon mal ordentlich Damage. Das ist halt so mega krass, ne? Eine einzige Gatling-Kanone reicht halt schon, um einfach mega abzugehen. Und das ist halt auch das Coole daran. Wir haben schon ziemlich viel Sonne am Start, auf jeden Fall. Wir müssen die Gatling-Kanone jetzt wieder kaufen, denn der Cooldown ist fast vorbei. Das ist halt eines der wichtigsten Dinge. Wir müssen bei den Gatling-Kanonen halt unfassbar drauf achten, dass wir den Cooldown so gut wie möglich nutzen, ja. Wir haben auch wieder nur zwei große Wellen, was ein bisschen schade ist, weil wir dann nicht so viele Gatling-Kanonen bauen werden können, wahrscheinlich. Aber so ist es nun mal, ne? So ist es nun mal. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall, bevor das Level vorbei ist, all unsere... Also wir müssen halt die Challenge geschafft haben. Deswegen baue ich schon mal eifrig alles auf, was wir für die Challenge brauchen. Und ich denke, die Sonnenblumen reichen jetzt an der Stelle erstmal. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen von den Marigold-Viechern. Und da ist auch schon die erste große Welle. Yeah, man. Und Leute, wie geht es euch? Geht es euch gut? Geht es euch nicht gut? Geht es euch besser? Geht es euch nicht besser? Erzählt mal ein bisschen, ja. Ich hoffe, es geht euch auf jeden Fall gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß immer noch an dem Projekt. Das würde mich natürlich sehr freuen, denn ich hab's auf jeden Fall. Und, ja, viele von euch haben immer danach gefragt, Cornel, machst du auch Pflanzen vs. Zombies 2? Pflanzen vs. Zombies 2. Und, ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken, okay? Ich will noch nichts versprechen. Am Ende des Tages muss man an den Spielen, die man jetzt playt, halt auch Spaß haben. Sollte Pflanzen vs. 2 irgendwie in der Form so konstruiert sein, dass ich keinen Spaß daran habe, dann, ja, ne, lasse ich es einfach besser. Aber, ne, ist noch nichts entschieden. Ihr seht, die weißen Blumen, die spawnen hier nach und nach jetzt immer ein bisschen Geld. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Kaktee noch bauen. Und dann haben wir, glaube ich, auch unsere Challenge im Grunde fertig. Ist halt immer ein bisschen, es ist ein bisschen schade mit den Gatling-Kanonen. Wir kriegen es halt einfach nicht gebacken, wirklich viele davon zu bauen, weil der Cooldown einfach zu groß ist. Ja, der Cooldown ist einfach viel zu groß. Aber so ist es nun mal. Okay. Könntest du aufhören zu laggen, Pflanzen vs. Zombies? Ich glaube, mein PC ist stark genug. Die letzte große Welle ist incoming. Yeah. Und wir hauen unser Feld nochmal mit ein paar Billigpflanzen voll. Ja, für mehr reicht es am Ende des Tages nicht. Es hat übrigens mal jemand gefragt, was würde passieren, wenn du das Knoblauch oder nur Knoblauch bauen würdest. Dann würde es einfach passieren, dass der Zombie irgendwann durchkommt. Weil der Zombie geht immer diagonal nach vorne, wenn er das Knoblauch frisst, ja. Sprich, wenn ich, ne, wenn das so gebaut wäre und der Zombie würde auf der ersten Lane den Knoblauch fressen, dann würde er diesen Knoblauch daneben passieren. Also er würde dran vorbeigehen.
Ja, also er würde irgendwann trotzdem ankommen. So, das war das erste Level, Leute. Dann bin ich mal gespannt auf das zweite. So, wir starten ins Level und ich habe hier auf jeden Fall mal auf die Katapulte gesetzt und wir werden wieder mit dem Knoblauch spielen, allerdings ein bisschen anders. Ein kleines bisschen anders und zwar werden wir diesmal auf 3 Lanes spielen und nicht nur auf 2. So, bedeutet, wir werden nur an die Außenposition Knoblauch stellen und dann werden wir die Innenposition, die 3 inneren Lanes, alle ausbauen. Warum? Keine Ahnung. This is how it is, okay? So, die erste Kaktus-Shooter-Maschine steht. Wir werden die hinterste Reihe mit Kaktus-Shootern bauen. Wir werden davor die Repeater bauen. Und dann werden wir jeweils eine Lane-Katapulte bauen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich habe mir noch nicht genau weiter ausgerechnet, wie das dann ausschaut. Böhm, böhm, böhm. Ja. Dann machen wir wahrscheinlich 2 Reihen Melon-Shooter, falls wir die Zeit haben. Wir haben wieder 3 große Wellen, also könnte das auf jeden Fall ganz gut klappen. Okay, ja. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Vielleicht bauen wir schon mal den Kohl, weil er einfach billiger ist und wir gerade nicht ganz so viel Sonne haben. Das passt auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich hoffe, der stirbt noch, aber es dürfte eigentlich klappen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt noch eine Sonne und dann bauen wir hier auch nochmal eben einen Repeater hin für alle Fälle, aber der wäre auch so oder so gestorben. Und dann bauen wir hier locker flockig weiter. Ich sollte auf jeden Fall wenigstens noch hier die letzten Sonnenblumen bauen, die ich bauen kann, damit ich da auch die maximale Sonne raushole. Denn wir wissen, jede Sonne ist eine gute Sonne. Die erste große Welle kommt und ich habe super mega viel Spaß dabei. Ole, ole, ole. Die erste super große tolle Welle kommt. Ole, ole. Ole, ole. Und wir haben auch wieder jede Pflanze benutzt dann, oder? Ich finde es eigentlich schon ganz cool, dass wir die Pflanzen benutzen müssen, weil, ich meine, im besten Fall hätte ich einfach Melon-Shooter, 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 Melon-Shooter gebaut. So haben wir halt einfach immer eine kleine Varianz drin, die wir bauen müssen. Und dadurch entstehen halt coole Bilder so einfach, ne? Ich meine, die Art und Weise, wie das hier aufgebaut ist, die gefällt mir. Die gefällt mir. Das ist einfach ein schönes Konstrukt gerade, ja? Gefällt mir, nice. Gib mir noch ein bisschen mehr Sonne, ich brauche Melon-Shooter. Ach ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Es wäre halt mega cool, wenn wir jetzt hier schon die Stacheln hätten, die man upgraden kann. Ja, weil die einfach nochmal mehr Damage machen und so. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir, wenn wir ein bisschen Pilze hätten. Das wird auf jeden Fall, Leute, es gibt so eine coole Art, die Pilz-Level zu machen. Wir müssen auf jeden Fall unser Geld gleich in so ein Upgrade für einen Pilz investieren, denke ich. Weil es einfach cool ist. Ihr werdet es noch sehen. Früh genug. Genau. So, was ist jetzt hier gerade Phase? Im Grunde, wie gesagt, bin ich halt fertig mit dem Level. Ich muss halt nur noch die Melonen-Shooter planten. Und ich muss dann noch auf die dritte große Welle warten. Das wird auf jeden Fall ein bisschen nervig, weil... Ja, ich hab halt schon überall, ne, siehst du ja selber. Ich hab halt alles vollgebaut. Naja, wie dem auch sei. Was wollte ich gerade sagen? Ich überleg nochmal, okay? Alter, ich glaube, da kommt eine dicke Welle Zombies. Eine dicke, 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 dicke Welle Zombies. Ole. Ja, komm nur her, Kumpel. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt wie meine Ex. Platt wie meine Ex. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwas Cooles rappen, aber mir ist nichts eingefallen. Wenn ich mich auf die Ladies leg, dann sind die alle platt. Ich kann sogar eine dicke bumsen, denn sie ist dann platt. Es tut mir leid. Aber ich entschuldige mich dafür. Ich bin ein Gangster-Rapper, ja? Wisst ihr, wenn ich jetzt ein cooler YouTuber wäre, dann würde irgendeiner das nehmen und daraus einen coolen Song machen. Ah, ich bin kein cooler Gangster-Rapper. Kein cooler YouTuber. Ich bin kein cooler YouTuber. Ich bin nur ein kleiner Otto. Ach ja, so ist das Leben, ne? Ich kann damit leben. Ich kann damit leben mit dem Leben. Denn das ist ein ganz oft daneben. Okay, konzentrieren wir uns auf die wichtigen Dinge im Leben. Wir warten mal auf die nächste große Welle. Leute, das ist eine Quizfrage. Fällt euch irgendetwas auf? Nee, oder? Ist auch sehr subtil. Die Sonnenblumen sind weg. Hätte man gar nicht gedacht, ne? Ja, okay. Ich glaube, wir haben das Level geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft.
Merci beaucoup, Monsieur. Merci beaucoup. Je m'appelle Tom et je suis un Let's Player. Et j'espère, tu as fun. Regarde mon Video. Oui. Please. Tu drückst les Boutons de Daumen hoch. Das war peinlich.